Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fandoms Pulse. Wir sind auch dieses Jahr wieder hier im Bürgerhaus von Dreieich zum Buchmessekonvent, der immer parallel zur Frankfurter Buchmesse stattfindet. Wir finden hier mehrere Kleinverlage und alles, was zur Literatur der Fantastik gehört. Wir werden mehrere Interviews mit Autoren und auch Herausgebern von Büchern führen und wünschen Ihnen dabei jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ich begrüße nun Bernd Perplies. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. War gerne. Du bist hier auf dem BuCon mit deinem neuen Roman. Den möchten wir uns gleich ein bisschen näher anschauen. Zunächst möchte ich mal wissen, wie lange bist du schon Autor? Wie bist du dazu gekommen und was waren so bisher deine Bücher, die du verfasst hast? Ich habe 2008 angefangen, Bücher zu schreiben. Und mein Debütroman war Tarian, Sohn des Fluchbringers, den ich auch bei Egmont Lux geschrieben habe. Also Egmont ist mein Hausverlag sozusagen. Und für die habe ich die Tarian-Trilogie geschrieben, eine High-Fantasy-Trilogie. Danach kam die Magier-Dämmerung, auch eine Trilogie. Das ist Steampunk sozusagen, viktorianische Magier, die sich in London bekämpfen. Danach gab es eine dystopische Trilogie, die ich geschrieben habe. Dazwischen noch mit einem Kollegen Christian Humberg eine Kinderbuchreihe Drachengasse 13 für Schneiderbuch, auch von der Egmont-Gruppe. Und ja, jetzt ist aktuell und neu das Imperium der Drachen rausgekommen. Imperium der Drachen, genau. Das ist jetzt dein neues Buch, daraus hast du auch hier schon vorgelesen. Kannst du die Handlung mal so kurz umreißen? Imperium der Drachen ist also an sich erstmal eine Reihe, die in einem antiken Setting stattfindet. Ich wollte gerne eine Reihe schreiben, die High Fantasy ist, aber gleichzeitig nicht ein Mittelalter-Setting hat, wie so viele High Fantasy-Bücher, sondern ein antikes Setting. In dieser Reihe, also das ist der erste Band, das Blut des schwarzen Löwen, geht es um den Aufstieg und die Wirren und möglicherweise dann den Fall des Imperiums der Drachen. Jetzt im Moment sind wir im Aufstieg. Die Geschichte wird anhand von drei Geschwistern erzählt, Iolan, Markus und Mirene, die am Anfang in einem Dorf leben, Eftaka, das von königlichen Soldaten zerstört wird und dadurch in einen Strudel der Ereignisse geraten. Iolan kommt in die Hauptstadt des Reiches Eindranon und wird da in Intrigen verwickelt, die schließlich zum Sturz des alten Königreichs führen und zum früher oder später Aufstieg des Imperiums der Drachen, während Markos, der seinen Bruder suchen möchte, auf eine Art Odyssee gerät und durch die Welt reist, immer auf der Suche nach ihm, bis er ihn dann möglicherweise verändert am Ende wiederfindet. Also jede Menge zu lesen. Es ist auch ein sehr dickes Buch, habe ich schon gesehen. Wenn man das Buch so vorstellt, so wie heute jetzt auf dem BuCon, was hast du dir für Auszüge ausgesucht, um das dem Publikum ein bisschen näher zu bringen? Also ich fange mal ganz gerne mit etwas Spannendem an, um die Leute mitzunehmen direkt am Anfang. Da geht es um einen Kampf. Im Prolog des Buches ist es so, dass das alte Königreich, das kordurische Königreich, das am Anfang noch besteht, auf Eroberungsfeldzug ist und ein Nachbarreich zu unterjochen versucht und da in einen Tempel reinkommt und den zerstört. Dabei verfluchen die Hohepriesterinnen den König des kordurischen Reichs und setzen die Ereignisse der Romane in Gang sozusagen. Nachdem das als kleine Spannungs-Action-Sequenz gebracht wurde, habe ich als zweites ganz gerne eine Vorstellung der Charaktere. Das heißt eine ruhige Szene mit Markus und Iolan in dem Dorf Eftaka, wo sie am Anfang des Romans leben.
und dann praktisch den ersten Wendepunkt des Romans, an dem das Dorf zerstört wird und in dem die Charaktere ja ins Ungewisse geworfen werden. Und an dem Punkt habe ich dann geendet und überlasse es den Lesern herauszufinden, was passiert. Also quasi ein bisschen mit einem, wie soll man sagen, Cliffhanger stehen lassen, um einen Anreiz zu bieten. So sollte das auch sein. Gut, das Buch ist draußen, die Leute können es kaufen. Gibt es schon wieder ein neues Projekt oder hüllst du dich darum noch in Schweigen? Ja, im Moment schreibe ich an dem Fortsetzungsband. Also ich habe das so angelegt, dass die Reihe an und für sich so episch ist, wie es der Verlag und die Leser gerne hätten. Also ich schreibe immer in Zweierblöcken. Das ist der erste Band jetzt, des ersten Zweierblocks. Der zweite Band, den schreibe ich gerade und danach könnte es Folgeprojekte geben, wenn halt die Leser und der Verlag das auch möchten. Ideen habe ich noch genug. Des Weiteren habe ich gerade auch ein neues Kinderbuch mit Christian Humberg, meinem Kollegen, geschrieben, aber darüber darf ich nur sagen, dass es existiert. Und ja, in einem viktorianischen Setting ist, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ja, es ist relativ viel noch nicht so weit fortgeschritten, dass man davon laut reden darf, leider. Also ich habe noch zwei weitere Buchprojekte, doch eins kann ich sagen, ich habe einen Battletech-Roman in der Pipeline. Das Battletech-Universum wird wahrscheinlich vielen bekannt sein, das von Ulysses, ja, im Moment herausgebracht wird, Ulysses-Spiele, und mit denen zusammen mache ich einen Battletech-Roman, der im nächsten Jahr rauskommt. Das ist im Moment das, was in meiner Pipeline steht, in den nächsten Monaten. Also jede Menge zu tun. Wenn ich das mal so fragen darf, darf man dich als einen Schriftsteller bezeichnen, der inzwischen von seiner geschriebenen Kunst alleine leben kann, oder trägt sich das noch nicht ganz so? Doch, ich lebe davon, zu schreiben und zu übersetzen. Also ich habe eine Mischkalkulation, sagen wir mal. Ich mache verschiedene Sachen neben dem Schreiben, halt übersetze ich Star Trek-Romane für CrossCult zum Beispiel, oder ich schreibe auch Perry Rhodan-Romane für Pavel Möwig. Und mit dieser Mischung, wenn man halt genug Kontakte hat, genug Verlage kennt, für die man arbeiten kann, geht das schon ganz gut. Also davon lebe ich tatsächlich ausschließlich jetzt seit einem Jahr. Gut, dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dieser Roman wird natürlich auch ordentlich einschlagen und auch seine Fortsetzungen. Das hoffe ich auch. Und was danach auch noch immer kommt. Dann vielen Dank für das Interview, danke für deine Zeit. Meine Damen und Herren, Bernd Perplis. Dankeschön. Ich begrüße nun Petra Hartmann, ihres Zeichens selbstständige Journalistin und auch Buchautorin hier auf dem Buchon. Petra, was sind so die Bücher, die du bisher verpasst hast in der Fantastikszene? Bisher habe ich hauptsächlich Fantasy geschrieben, zum Teil Abenteuerromane, auch ein bisschen Märchen und eine ganze Menge Sachen, die ich mal so als Alltagsmagie oder als magischen Realismus versuche zu deklarieren. Bisher vorwiegend für Erwachsene oder für ja, erwachsene Kinder sozusagen. Ich habe jetzt mein Kinder- und Jugendbuchdebüt mitgebracht und habe sogar schon das Glück, den zweiten Teil ankündigen zu können. Nestis und die verschwundene Seepocke heißt dieses Buch. Das ist quasi dein erstes Bein, was du in das Kinderbuchgenre reinstellst. Kannst du ein bisschen was zu der Handlung sagen? Also es geht um eine Meerjungfrau, die in der Nordsee lebt. Die hat insgesamt 6 kleinere Geschwister, muss auf ihre jüngste Schwester aufpassen, hat dazu allerdings keine Lust. Und die kleine Schwester macht sich selbstständig. Und diese Schwester, die sie immer als Seepocke beschimpft, wird dann von den Menschen gefangen, landet in einer Schau zwischen Haien und Rochen und Kraken. In einer Schau, die heißt die furchtbarsten Monster des Meeres. Und Nestis muss jetzt versuchen, auf das Festland zu gelangen und ihre kleine Schwester zu retten. Dazu muss sie unter anderem so Sachen lernen wie Fahrradfahren oder LKWs kurzschließen. Das wird einer Meerjungfrau ja nicht so ganz leicht fallen, zum Beispiel das Fahrradfahren. Hattest du jetzt deine Lesung schon mit diesem Buch oder steht sie noch bevor?
Nein, ich werde heute nicht aus dem Buch lesen. Also. Ich werde heute aus einem anderen Buch lesen, nämlich aus Datula. Das ist gerade frisch erschienen im Verlag Saphir im Stahl. Das ist eine Geschichte, die spielt in der irischen Mythologie, in jener fantastischen, fabelhaften Zeit, die Medievisten immer zum Weinen bringt, wenn sie Fantasy-Autoren in die Hände fällt. Es gibt also eine Liebesgeschichte, die dann hinterher in einer großen Schlacht endet. Jeder will die Prinzessin haben, aber sie will nur einen haben. Und der bösartige König kommt dann und greift an und es sterben sehr viele Leute. Und es endet in einer dramatischen Fahrt übers Meer, in dem sie versucht, mit ihrem Geliebten abzuhauen. Um jetzt nochmal auf dein Kinderbuch zu kommen, Nestis und die verschwundene Seepocke, wie lange ist es schon auf dem Markt? Das ist jetzt seit 10 Monaten ungefähr auf dem Markt. Und es wird jetzt im November einen zweiten Teil dazu geben. Der heißt Nestis und die Hafenpiraten. Und wenn alles klappt, im nächsten Jahr dann den dritten Teil. Wie wird das Buch so angenommen bisher? Sehr unterschiedlich. Also die Rezensionen sind alle sehr positiv, die Lesungen laufen sehr gut, aber man muss wirklich noch jedes Mal hinfahren und die Kinder überzeugen. Es ist halt ein kleiner Verlag und man muss wirklich noch selber als Autor rotieren, lesen und sich selbst bekannt machen. Wie ist es überhaupt, wenn man als Autor bisher eher für Erwachsene geschrieben hat? Muss man sich einen völlig neuen Schreibstil angewöhnen, wenn man plötzlich für Kinder schreibt? Oder ist das gar nicht so schwierig, da quasi so ein bisschen den Schalter umzulegen, jetzt schreibe ich für Erwachsene oder jetzt schreibe ich für Kinder? Nein, das Schalter umlegen war gar nicht so schwer. Eigentlich habe ich es nie so richtig geschafft mit dem Erwachsenwerden. Ich habe mir mit 5 Jahren geschworen, niemals groß und doof zu werden. Und deshalb kriege ich den Kindertonfall wohl noch ganz gut hin. Das Problem war wirklich, den Verlag zu finden, weil alle meine bisherigen Verleger machen keine Kinderbücher. Und deshalb musste ich nochmal komplett neu starten und bin jetzt bei Monika Fuchs, einer Hildesheimer Verlegerin, sehr gut untergekommen. Gut, dann hoffe ich, dass dieses Buch seine Liebhaber finden wird, auch die beiden Fortsetzungen. Ich bedanke mich, Petra, für deine Zeit, dass du uns dieses Buch vorgestellt hast. Ich wünsche dir alles Gute, meine Damen und Herren, Petra Hartmann. So, hier an meiner Seite begrüße ich nun Stefan Holzhauer, seines Zeichens Herausgeber unter eigenem Label von Literatur der Fantastik. Zunächst mal möchte ich fragen, Stefan, was hat es mit diesem wirklich beeindruckenden Outfit auf sich? Ja, dieses Outfit deswegen, weil wir Steampunk-Geschichten und Steampunk-Romane herausbringen. Steampunk ist eine Literaturgattung, die ist in letzter Zeit zwar in vielen Mündern und Ohren, aber viele wissen nicht so genau, was Steampunk ist. Steampunk ist im Prinzip Retro-Futurismus, das ist eine Literaturgattung und auch noch viel mehr, da komme ich gleich noch zu, die sich damit befasst, was passiert wäre, wenn die Ideen, die technischen und wissenschaftlichen Ideen zu Beginn des 20. und Ende des 19. Jahrhunderts korrekt gewesen wären. Also im Prinzip gibt es ja so Geschichten von Jules Verne, da hat er sich fantastische Dinge ausgedacht und Jules Verne war damals Science-Fiction. Und Steampunk guckt aus der heutigen Zeit dahin zurück und versucht, was Ähnliches zu machen. Also mit der Ästhetik dieser Zeit und mit der Technik und den wissenschaftlichen Erkenntnissen dieser Zeit eine parallele Realität zu erfinden, die dann so aussieht wie im viktorianischen Zeitalter beispielsweise oder wie zur Kaiserzeit in Deutschland, aber mit ganz anderen technischen Voraussetzungen. Und darüber gibt es halt haufenweise Bücher, zumindest in den Vereinigten Staaten und inzwischen auch bei uns in Deutschland so einige. Und was stellt ihr jetzt hier speziell auf dem Buchon vor an Büchern? Wir stellen auf dem Buchon hauptsächlich Anja Bargos Bücher vor. Sie hat eine Trilogie geschrieben, die in der sogenannten Ätherwelt spielt. Das ist auch eine parallele Realität, die spielt in Deutschland um 1910. Eine geheimnisvolle grüne Substanz, der Äther, steigt seit der Neujahrsnacht 1900 aus Flüssen und Seen auf.
Die Menschen haben gemerkt, diese Substanz Äther kann man für vielerlei Dinge benutzen, industriell verwenden, man kann Luftschiffe damit antreiben, Dampfmaschinen werden effizienter und deswegen wurde die dann sofort großflächig eingesetzt. Und nach einigen Jahren stellte man dann dummerweise fest, dieser Äther hat auch eine negative Seite, denn der verändert Mensch und Tier. Es entstehen Halbwesen wie Mannwölfe beispielsweise, Wesen aus Mythen und Legenden tauchen wieder auf. Und Menschen bekommen Fähigkeiten, sie können zum Beispiel heilen oder andere Dinge. Das ist so diese Grundgeschichte, die Anja sich ausgedacht hat in ihren Romanen. Da gibt es inzwischen 4 Stück von. Und wir haben uns dann mit einem Haufen Leute zusammengefunden und die Idee gehabt, da könnte man ja noch mehr draus machen. Und wir wollen das gerne umsetzen in eine Webserie. Und da sind wir gerade dran. Also zeigen Präsenz auf allen möglichen Veranstaltungen, zeigen ihre Bücher, aber halt auch die Idee dieser Webserie, die wir umsetzen wollen. Eine Teaser-Folge ist schon produziert, die ist gerade in der Post-Production und wenn wir die unter die Leute geworfen haben, dann müssen wir mal gucken, dann wollen wir vielleicht ein Crowdfunding machen oder so, um Geld für weitere Episoden zusammenzubekommen. Also richtig produzierter Film, quasi erstmal in kleineren Episoden und dann kann eventuell was Größeres draus werden, oder wie? Ja, wir haben erstmal nur vor, eine Webserie zu machen, wo immer so 10, 15-minütige Episoden vorgestellt werden und produziert werden, weil wir denken, das ist ein Format, das kann man auch mit quasi einem Nullbudget, wie wir es ja eigentlich noch haben, relativ einfach realisieren. Wichtig dabei ist, wir möchten gerne die deutschen Steampunks, also die deutsche Steampunk-Szene auch zeigen. Wenn also Leute tolle Kostüme haben oder wenn die tolle Sachen gebaut haben. Also Steampunk ist nicht nur eine Literaturgattung, sondern auch, da ist eine Menge Maker-Movement mit drin. Da gibt es ganz viele Leute, die bauen ganz cooles Zeug und haben ganz tolle Outfits. Und die möchten wir auch gern zeigen. Also wenn da jemand Interesse hat, da mitzumachen, kann er das gerne tun. Wir möchten das auch haben. Und wir möchten auch diese Leute präsentieren. Kommen nicht nur mal kurz ins Bild, sondern die werden dann hinterher auf der Webseite präsentiert und die stehen selbstverständlich im Abspann. Also wir suchen auch Schauspieler, wir suchen Leute, die Spaß dran haben, einfach nur mal dekorativ rumzustehen und wir suchen auch Leute, die Sachen bauen. Das bauen wir alles gerne in die Serie ein. Gut, also wer Interesse hat, der kann sich ja dann gerne auf der Webseite mal umschauen und sich auch melden, wenn er ein gutes Outfit hat oder auch schauspielerisches Talent. Ideen. Wir nehmen alles. Illustratoren, Ideen. Wenn einer meint, er hat eine gute Idee oder kann uns irgendwie unterstützen, hören wir alles gerne, nehmen wir alles gerne. Gut. Jetzt bist du ja nicht nur Herausgeber, du bist auch selber schreiberisch tätig. Ja. Von dir haben wir jetzt auch ein Buch gesehen, Steampunk-Chroniken. Worum handelt es sich dabei? Die Steampunk-Chroniken habe ich nur herausgegeben. Das ist eine Storysammlung, die ist unabhängig von dieser Geschichte, von der ich gerade erzählt habe. Da geht es um Steampunk-Raumfahrt. Also im Prinzip geht es mit möglichst untauglichen Gefährten irgendwie ins All, genau wie bei Jules Verne. Auch mit einer Technik, die so nie funktioniert hat und auch nie funktionieren wird. Aber halt reine Steampunk-Geschichten und die erste Ausgabe, weil ich selber ein Fan davon bin, war halt Steampunk im Weltraum. Es gab um 1989 herum von Games Workshop ein Rollenspiel, nämlich Space 1889. Und das handelte genau davon, nämlich von irgendwelchen Briten, die Marskolonien haben und so. Und so bin ich damals schon eigentlich mit dem Thema angefixt worden. Und deswegen wollte ich gern als allererstes, als diese erste Storysammlung geplant war, wollte ich gern sowas machen, Steampunk im Weltall. Und da gibt es auch noch einen zweiten Band von, der ist dadurch entstanden, ich hatte eine Längenvorgabe gegeben von 35.000 Zeichen und da sind ein paar Geschichten, die waren länger, die waren aber so cool, dass ich die auch gern rausbringen wollte. Und dann habe ich die halt in den zweiten Band gepackt mit noch ein paar zusätzlichen Geschichten und denen dann auch rausgebracht. So, dann hatte ich jetzt falsch verstanden. Von dir war jetzt keine Story mit dabei? Von mir ist keine Story dabei. Ich bin bei Eis und Dampf mit vertreten, bei dem Roman von Feder und Schwert. Da ist eine Geschichte von mir drin. Und um was handelt diese Geschichte? Ich muss da ein bisschen ausholen. Also die Eis und Dampf ist eine Anthologie, die spielt in der Welt von dem Roman Die zerbrochene Puppe. Das ist der von den Vogts, der hat letztes Jahr den Deutschen Fantastikpreis gewonnen. Und dann kam halt die Idee, in diesem Ambiente, in diesem Setting eine Kurzgeschichtensammlung rauszubringen. Der Hintergrund ist, dass im 9. Jahrhundert nach Christus in Island so ein paar Vulkane ausgebrochen sind. Und das hat zu einer Eiszeit geführt. Und deswegen hat sich die Welt komplett anders entwickelt. Amerika ist nie entdeckt worden. Und die Machtverhältnisse in Europa sind auch etwas anders, als sie in unserer realen Welt sind. Und nach dem Erfolg dieses Romans kam halt die Idee, dass man da eine Kurzgeschichtensammlung rausbringen kann. Und da haben sie mich gefragt, ob ich da mitschreiben möchte. Fühlte mich hochgeehrt und habe natürlich sofort genickt und habe dann eine Geschichte beigesteuert. Die handelt von einem jungen deutschen Archäologen, der
in Ägypten die Erlaubnis erhält, die Pyramiden und die Gräber zu erforschen, was normalerweise kein Europäer darf. Und aufgrund der veränderten Wetterverhältnisse ist Ägypten grün. Also auf den Pyramiden wächst Gras. Und so. Ich hatte diese Bilder im Kopf, ne? Grüne Pyramiden und da laufen so Schafe und Ziegen rum und alles voller Obstbäume. Und die Idee hat mich nicht mehr losgelassen und dann habe ich halt so eine Geschichte geschrieben, die zum einen dieses veränderte Ägypten zeigte und zum anderen halt mit so ein bisschen Indiana Jones Flair, diesen jungen deutschen Archäologen, der da die Altertümer durchsucht. Und da ich halt auch großer Indiana Jones Fan bin, rutscht es auch alles so ein bisschen ins Palpige ab. Also das ist dann auch so ähnliches die Story auch geworden. Und macht das Appetit, auch mal ein komplett eigenes Buch zu verfassen jetzt und selber herauszubringen? Absolut, ja. Mir fehlt nur leider die Zeit. Ich bin ja nicht hauptberuflich Autor oder Herausgeber, sondern ich habe ja auch noch einen Brotjob. Ich bin Freiberufler im Bereich IT und habe Gott sei Dank viel zu tun. Deswegen ist die Zeit leider etwas begrenzt. Und wenn man dann noch ganz viele Projekte macht, wie so eine Webserie und so, dann ist die Zeit noch begrenzter. Aber ja, ich würde gern mal ein ganzes Buch rausbringen. Ich habe auch schon ein, zwei Ideen. Muss mal gucken, ob es dann da mal irgendwann zukommt oder nicht. Aber ja, der Plan ist da. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank für Ihre Zeit, für deine Zeit. Ja, wir holen uns Herr Duzen. Meine Damen und Herren, Stefan Holzhauer. So, ich begrüße nun Hero Miketa. Er ist sehr weit zum Buchon angereist. Er kommt direkt aus England, aus Manchester, um genau zu sein. Hero, du bist hier nicht allein, du bist hier mit deiner Frau, die auch deine Verlegerin ist. Kannst du ein bisschen was erzählen von eurer Arbeit? Was habt ihr bisher für Romane rausgebracht? Oder erzähl mal ein bisschen von eurer Arbeit. Also der größte Teil von dem, was wir in unserem Verlag machen, oder korrekt im Verlag meiner Frau, ist Nonfiction. Wir haben angefangen mit Kampfsportliteratur, das ist mein Hauptberuf, Kampfsportlehrer, Kampfkunstlehrer. Und die Idee, Fantasy zu verlegen, ist entstanden, weil ich mit einem alten Freund zusammen vor vielen, vielen Jahren eine Fantasy-Welt entwickelt habe und wir haben immer davon geträumt, das mal zu verlegen. Und meine Frau hat gesagt, ja, das können wir eigentlich auch. Also wir haben eine lange Odyssee hinter uns zu vielen Verlagen, die alle gesagt haben, ja, wir können das machen, aber wir haben kein Geld, wir haben kein Budget, wir haben nicht viel Platz, wir haben auch keine Ressourcen, ihr müsstet das Lektorat selber machen. Und das war der Punkt, wo meine Frau gesagt hat, also keine Ressourcen und kein Geld, das können wir selber. Und so haben wir angefangen. Vor einigen Jahren, jetzt vier Jahre in Manchester, Shim Publishing. Ja, und was wir im Wesentlichen machen, ist unsere Fantasy-Welt Isrogant. Angefangen haben wir mit zwei Autoren, drei waren es zuletzt, jetzt haben wir sechs, die in drei verschiedenen Sprachen schreiben, wo ich dann die Freude habe, das hinterher zu übersetzen. Und ihr veröffentlicht das zuerst mal in englischer Sprache in England? Oder macht ihr das direkt für den deutschen Markt? Es ist ein bisschen aberwitzig, dass wir mit dem englischen Verlag auf dem deutschen Markt, aber die Fantasy-Welt ist komplett deutsch. Wir haben einen englischen Autoren, den ich ins Deutsche übersetze. Wir haben auf Finnisch geschrieben, auf Deutsch geschrieben und auf Englisch geschrieben. Und am Ende ziehe ich immer alles zusammen in einer Form, die lesbar ist, ja. Also die Engländer kriegen nichts davon. Ja, wir würden gerne. Der Roman, der jetzt hier zum Deutschen Fantastikpreis nominiert ist, den haben wir zur Übersetzung gegeben und die wollten aber 17.000 Pfund dafür. Ein bisschen Zeit werden wir noch brauchen, bevor wir uns das leisten können. Ja. Nicht gerade wenig Geld. Nee, das ist nur wenig Geld. Ja. Kommen wir jetzt mal zu einem speziellen Buch, was ihr hier auf dem Buchon vorstellt. Das heißt Diktatur, ist eine Geschichtensammlung. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, es ist nicht ganz eine Sammlung. Es ist sollte der finale Band einer Trilogie sein. Ist uns aber völlig aus den Händen gelaufen. Also wir haben angefangen mit einer sehr bescheidenen Idee, die wir zu einem schönen Buch hätten machen können. Aber es ist zu einer Art Saga geworden. Hat jetzt 760 Seiten oder irgendwie sowas. Ist jetzt Gott sei Dank nominiert zum Deutschen Fantastikpreis. Das hat uns sehr gefreut. Da steckt viel Arbeit drin, viel Herzblut. Und es ist eine Geschichte, in der es darum geht, was passiert, wenn eigentlich nette Leute in Verantwortung kommen und absolute Macht über einen Stadtstaat erhalten.
Das ist die Geschichte. Wir haben viel positive Kritik bekommen. Die negative Kritik drehte sich immer darum, dass Leser gesagt haben, ich mag aber eigentlich die Charaktere und jetzt benehmen die sich auf so furchtbar brutale, abstoßende Weise. Das war die Botschaft vom Buch, deswegen sind wir da ganz zufrieden. Geschichtensammlung hatte ich jetzt leicht verwechselt. Das Interessante an dem Buch ist ja, es hat nicht einen Autor, es hat einen ganzen Autorenstab. Genau, nicht die Geschichten sind gesammelt, sondern die Autoren. Wir haben zu dritt dran geschrieben. Die ersten beiden Teile mehr, den letzten Teil habe größtenteils ich gemacht am Ende. Also ich war schuld, dass es aus dem Ruder gelaufen ist. Weil eine Idee, die mich schon seit langem umtreibt, nämlich die von einer absoluten Herrschaft und was macht die mit Menschen, vor allem mit der Herrscherklasse, die hat mich umgetrieben lange Zeit und die habe ich da verwirklicht. Und dadurch ist es uns aus dem Ruder gelaufen. Ja, es ist eine sehr brutale Geschichte an vielen Stellen und es ist eine sehr realistische Geschichte, wie wir hoffen, wie ich meine. Das ist eine von den Sachen, die wir uns bei Isrogant in unserer Welt auf die Fahne geschrieben haben, dass wir Fantasy machen wollen, aber so realistisch wie möglich. Also Geschichten, die so passieren könnten, selbst wenn die Welt, in der sie spielen, vielleicht nicht realistisch ist. Kann man das so ein bisschen vergleichen mit den letzten drei Batman-Filmen von Christopher Nolan? Ich habe die nicht gesehen. Es tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Verglichen worden sind wir mit dem Lied von Eis und Feuer, aber das ist natürlich ein Vergleich, wenn man den nennt, wird man sofort der Blasphemie beschuldigt. Ich habe es also nicht gesagt. Game of Thrones für die den Titel Eis und Feuer nicht kennen. Ja. Ah, richtig, ja. Game of Thrones, ja. Ja. Nee, ich hatte Batman angefügt, weil das ja auch so alles düster realistisch ist und nicht in diesem typischen Comic-Stil, wie man das von früher kannte mit Michael Keaton oder mit Val Kilmer, sondern wirklich realistisch. Ja. Ist das ein Vergleich, den ich super finde? Also so realistisch wie geht. Im Moment arbeiten wir an einer Krimi-Reihe. Wir haben immer wieder gehört von Lesern, dass sie sich Kriminalliteratur wünschen würden. Kriminalliteratur in einem Fantasy-Setting. Und das probieren wir jetzt aus. Wir haben die Stadt, die hier bei Diktatur die Hauptrolle spielt, in der diese ganze Saga sich entfaltet, benutzen wir jetzt als Hintergrund für eine Krimi-Reihe. Das wird ausgesprochen spannend. Ist das nicht auch eine gewisse Herausforderung? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, in einem Science-Fiction, ist das eine Art Krimi im Science-Fiction? Oder? Es ist Krimi in Fantasy. Die Welt, in der wir uns bewegen, ist voller Drachen und Zauberer und Elben und Zwerge und was man sich so vorstellt. Also eigentlich wie High Fantasy. Die Welt ist aber sehr viel realistischer als die meisten der sag ich mal so, Schwerter- und Drachengeschichten, weil sie die Aufklärung schon hinter sich hat und weil es einen großen Konflikt gibt zwischen der Kirche, die für aufgeklärte Wissenschaft steht. Ich weiß, das ist nicht ganz realistisch oder nicht ganz typisch. Und der Magie, die versucht, sich noch zu behaupten in einer Welt, in der sie eigentlich im Verschwinden begriffen ist. Wir haben also eine Menge Konflikte, die wir sie so ähnlich auch in der modernen Welt haben, die wir da aufarbeiten können. Und machen das mit Wonne. Die Herausforderung bei einem Krimi ist, dass eine Fantasy-Welt nicht die ganzen Strukturen hat, die wir in der modernen Welt haben, mit einer Polizei und Behörden, die sich um Dinge kümmern können. Und der Bezugsrahmen ist nicht so klar, wie in einem Schimanski zum Beispiel. Ja? Ja, es gab ja mal einen Film, der hieß Eisenhardt, da war auch so ein forensisch untersuchender Ritter, ja, so, also kam, glaube ich, nicht ganz so gut an. Ihr werdet das wahrscheinlich besser hinkriegen. Ich kenne den auch nicht und ich werde da sofort recherchieren. Wir kriegen das besser hin, das wird super. Nein, ich hatte vorhin gesagt, es wäre wahrscheinlich schwierig, sowas im Science-Fiction-Genre zu machen, weil ich sag mal, die Möglichkeiten der Zukunft sind wahrscheinlich viel besser und es wird dann immer schwieriger, unbemerkt ein Verbrechen zu begehen. Aber du hast jetzt gesagt, das wäre ja eher im Fantasy angesiedelt. Obwohl, es gibt ja vom Wolfgang Holbein, der jetzt, ja, gibt es einen Krimi, der ganz gut ist, das Netz. Das ist auch ein Science-Fiction-Krimi, ein Thriller. Und der ist gut geworden. Der ist ja, also gerade wegen der ganzen Möglichkeiten moderner Überwachung und so. Aber das haben wir alles nicht. Wir haben Magie, wir haben Tote, die tatsächlich magisch zu Tode gekommen sind und wir haben einen Ermittler, der verzweifelt versucht herauszufinden, wie das passiert ist und eine Magierin, die Aufgabe der Pathologin übernimmt. Das ist mehr Bones als Eisenhardt. Kann man dann ungefähr schon sagen, wann da die ersten gedruckten Exemplare zu haben sind? Ja, Ende des Jahres war unsere Deadline. Ich glaube, es wird nächstes Jahr. Ja. Also ab 2015 kann man sich auf diese Geschichten freuen. Das sollte funktionieren. Und wehe, wenn nicht. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass ich durfte. Hero Miketa. Hero Miketa. Tiandi.
So, ich begrüße nun Andrea Bottlinger und Christian Humberg, beide Autoren des Buches Geek, Pray, Love, das wir hier nun vorstellen möchten und über das wir ein paar Worte reden wollen. Andrea, ich komme erstmal zu dir. Worum geht es in dem Buch Geek, Pray, Love? Geek, das weist ja schon mal so ein bisschen darauf hin, es hat wieder mit Science Fiction zu tun, mit den typischen Nerds, die man sich vielleicht drunter vorstellt. Was hat man sich unter dem Buch vorzustellen? Also im Prinzip erklärt es, wie der Untertitel schon sagt, das Fandom. Und zwar, also man kann als Geek dieses Buch kaufen und seine Verwandtschaft schenken, damit sie einen endlich versteht. Das ist so das Grundkonzept. Und wir erklären in Sachkapiteln dann verschiedene Themen, so was sind Cons, was ist Cosplay, was ist Fanfiction. Und dann haben wir noch einen Romanteil, der so ein bisschen das Werden eines Geeks beschreibt. So praktisch die typische Biografie, die viele von uns erlebt haben. So Loser in der Schule, wird immer gehänselt von den Mitschülern und findet dann zum Fandom und findet da seinen Platz, so in der Richtung. Also kann man sagen, es ist ein Stück weit die Sektion eines Geeks. Wir sezieren einen Geek, wie er funktioniert und erklären es der Außenwelt. Ja, das kann man so sagen. Was waren speziell deine Schwerpunkte in dem Buch? Also wir haben prinzipiell das nach Kapiteln aufgeteilt. Aber es gab ein paar Themen, mit denen Christian sich besser auskannte und ein paar Themen, mit denen ich mich besser auskannte. Ich habe zum Beispiel den Teil über Cosplay geschrieben und den über Fanfiction. Ansonsten haben wir es relativ beliebig aufgeteilt. Also Cosplay, für alle, die das nicht kennen, ist quasi das Verkleiden, das sich angleichen an seine Helden. Ja? Also das Verkleiden in bestimmten Kostümen, in bestimmten Variationen, sei es Sailor Moon, sei es Star Trek, egal was es da gibt. Fanfiction, das ist dann, wenn Fans selber Science-Fiction schreiben, beziehungsweise Fantasy. Ja, ist vor allem halt, wenn Fans die Charaktere oder die Welten nehmen, die sie besonders mögen und dazu was schreiben. Also quasi Bestehendes noch ergänzen. Genau. Gut. Christian, was waren so speziell deine Themen in dem Buch? Was kann man von dir alles lesen? Oh, im Prinzip ist das Buch von uns beiden. Also wie Andrea schon gesagt hat, wir haben beide unseren Teil dazu beigetragen. Danach haben wir uns gegenseitig überarbeitet. Also das ist schon aus relativ einem Guss. Mal überlegen, was ich konkret geschrieben habe. Ich habe mich an einige Con-Geschichten erinnert. Aus meinem ja jetzt auch nicht mehr ganz so jungen Con-Leben. Ich weiß noch, dass ich was über den Buchon beispielsweise geschrieben habe. Was habe ich noch gemacht explizit? Ich weiß es gar nicht. Fanscience, richtig. Ich bin selbst lange Jahre bei einem Fansign aktiv gewesen als Redakteur, als die Dinger noch nicht im Internet waren, sondern noch mit Schere und Prittstift und Kopierer und dann verschickt wurden. Und habe ein wenig über die verschiedenen Formen von Fansigns geschrieben, beispielsweise von den ersten Mailings, die noch per Briefpost verschickt wurden, bis heute zu den Internetseiten. Robotsanddragons.de beispielsweise ist ja auch eine Art Fansign. Mal für den unbedarften Zuschauer, Fansign ist ja so eine Art Newsletter, nicht wahr? Genau, ein Fansign ist ein Magazin zu einem speziellen Thema, das von Fans gemacht wurde. Also nicht unbedingt professionell, wobei es sehr professionelle Fansigns gibt, aber halt fanisch und nicht aus irgendeiner Pressegruppe heraus erwachsen. Das Buch ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Seit wann kann man es kaufen? Das Buch ist Ende Mai erschienen, pünktlich zur FedCon. Okay, du bist ja jetzt nicht nur mit dem Buch hier, du hast auch ein paar Flyer verteilt. Da steht ganz groß drauf, Professor Zamora. Worum handelt es sich bei dieser Veranstaltung, für die du da Werbung machst? Das ist ein Theaterstück, das ich geschrieben habe. Das führe ich auf am 31.10. zusammen mit dem Freien Jugendtheater Junge Bühne Mainz, mit denen Bernd Perplis und ich auch schon jahrelang Drachengasse 13 aufgeführt haben. Wir machen jetzt etwas, das ich selbst geschrieben habe, ein Professor Zamora-Stück, meines Wissens das erste. Aber wir machen es auf jeden Fall zum 40-jährigen Jubiläum von Professor Zamora, das ist dieses Jahr. Und als Simon Borner schreibe ich ja selbst seit Jahren bei Professor Zamora mit. Dementsprechend bringen wir den an Halloween auf die Bühne und der Vorverkauf läuft. Und die Karten gibt es unter jungebühne-mainz.de, 31.10. 21 Uhr in Mainz. Ist das das erste Mal, dass Professor Zamora so in Szene gesetzt wird? Meines Wissens ja, aber man mag mich da gerne korrigieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Es ist das erste Mal, dass wir es auf jeden Fall machen und das erste Mal, dass ich davon höre. Gut, schade, dass Werner Kurt Gieser das nicht mehr selber miterleben kann. Eins der Erfinder von Professor Zamora und Chefautor.
Lange Jahre. Er ist ja schon eine Weile tot. Gut, dann bedanke ich mich vielmals. Dankeschön für die Informationen zu eurem Buch, zu diesem Theaterstück. Ich hoffe, es wird ein Erfolg. Danke. Und ich hoffe auch, dass das Buch sich weiterhin gut verkauft und Interesse findet. Es ist ja schon eine gute Gebrauchsanweisung für die Angehörigen von Geeks, von Nerds. Ich denke, das wird sehr hilfreich sein in vielen Bereichen. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Ich begrüße nun Ann-Kathrin Karschnick. Hallo. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Du bist hier auf dem Buchon, um deinen neuen Roman vorzustellen. Auf den möchten wir gleich zu sprechen kommen. Aber als allererstes muss man ja erstmal fragen, was ist das für ein wunderschönes Kleid? Passt es zu einem deiner Bücher oder ist das einfach allgemein überall, trägst du es einfach überall, wo die Fantastikszene zu Hause ist? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Aber klar, das ist das grüne Kleid. Das grüne Kleid ist quasi historisch gewachsen an mir. Eigentlich ist es auch kein eigentliches Kleid mehr. Es ist mit mir verwachsen bereits. Nein, ich habe es tatsächlich vor, ich glaube, 6 Jahren mal auf einem Mittelaltermarkt gekauft, weil es mir gefiel. Es hat nichts mit meinen eigentlichen Romanen zu tun. Es passte einfach nur, weil ich viel auf Mittelaltermärkten gelesen habe. Ja, und als ich dann irgendwann mal ohne das grüne Kleid zur Lesung kam, haben sich einige Fans tatsächlich gesagt, nein, wir hören dir nicht zu, wenn du das grüne Kleid nicht anhast. Und seitdem ist es tatsächlich traditionell gewachsen, dass ich dieses grüne Kleid auf jeder Lesung trage. Da darf es auch nicht kaputt gehen, nehme ich mal an. Verrat's keinem, aber ich habe einen Ersatz. Das haben Sie jetzt nicht gehört. Kommen wir zu deinem neuen Buch. Wie ist der Titel und worum handelt es sich? Ja, es ist einmal Phönix, Tochter der Asche und Phönix, Erbe des Feuers. Das ist der ganz neue. Bei Phönix, Tochter der Asche geht es um Tavi und Leon. Tavi ist eine 2000 Jahre alte Phönix, die für eine Mörderin gehalten wird. Leon ist ein Ermittler der Kontinentalarmee und er muss halt herausfinden, wer die Morde tatsächlich begeht. Ich kann schon spoilern, alles gut. Sie ist nicht die Mörderin, aber sie hat was mit den Morden zu tun. Und ohne jetzt näher darauf einzugehen, ich nenne es immer ein Tesla-Punk-Dystopie-Krimi. Das Wort muss man erstmal fehlerfrei über die Lippen kriegen. Genau. Kannst du das kurz mal aufgliedern, was das bedeutet? Ja, Tesla Punk ist eine Spielart des Steampunks. Tesla Punk ist, ja, Nikola Tesla sagt den meisten wahrscheinlich was, Strom, Magneten quasi. Dann haben wir Dystopie, kennen seit Tribute von Panem alle eigentlich. Und Krimi braucht man nicht erklären. Also Dystopie für alle, die es nicht wissen, Gegenteil von Utopie. Das ist eher eine pessimistische Sicht in die Zukunft. Dies ist aber nicht dein erster Roman, du hast ja schon einiges verfasst. Was ist bisher so alles so aus deiner Feder geflossen, wie man so schön sagt? Aus meiner Feder geflossen ist bisher die Kara-Trilogie, das war meine allererste Trilogie, ganz süß, ganz einfache, klassische Low-Fantasy. Danach kam High-Fantasy, die Feuerritter, kam vom Teilnehmer. Sehr episch, schlachtenreich, große Aufgabe. Danach kam erst einen Moment lang nichts und dann kam plötzlich meine Agentur und meinte, machst du eigentlich auch Erotik? Und ich sagte, naja, wenn ihr so fragt, ja. Danach kam tatsächlich das erste Mal Wilde Nächte in Cancun, mein Erotikroman. Dann Phönix, Tochter der Asche, dann Club der Sinne, wieder Erotik und jetzt halt Phönix, Erbe des Feuers. Also das Phönix-Thema hast du vorher schon mal verfasst? Ja, in den Kurzgeschichten tatsächlich, ja. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Neben diversen Kurzgeschichten, wie gesagt, die halt auch noch von mir erschienen sind. Aber es kommt auf jeden Fall noch einiges. Und ist es hier in der Lesung gut angenommen worden oder wie hast du es empfunden? Doch, also die Leute, also ich hoffe es jedenfalls, sie haben gelacht, deswegen hoffe ich, dass es funktioniert hat. Ich fand es sehr schön, die Leute haben sehr schön mitgemacht, haben Fragen hinterher gestellt und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass sie zugehört haben. Hauptsache das Kleid ist dabei. Genau das. Aber du schreibst jetzt nicht alles in diesem Kleid, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich schreibe in der Bahn tatsächlich auf dem Weg zum Brotjob. Da schreibe ich jetzt halt zum Beispiel noch einige andere Romane, die in nächster Zeit erscheinen werden. Unter anderem Erotik oder halt auch beim Ulrich Burger Verlag kommt Anfang nächsten Jahres noch ein sehr schönes Buch raus. Das nennt sich Berliner Elfen. Das war der Arbeitstitel. Tatsächlich wird es Sternenfahrt heißen. Und das kann man sich halt, wie gesagt, mit dem Arbeitstitel im Endeffekt zusammenbasteln. Berlin, Elfen und weiter geht's. Du machst ja quasi, du bist jetzt nicht hauptberuflich Autorin, du arbeitest nebenbei auch hauptberuflich etwas anderes. Ist das manchmal schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen? Wird dir das nicht zu anstrengend?
Doch, es wird definitiv immer anstrengender und gerade wenn man halt immer mehr Aufträge kriegt, immer mehr Fragen, kannst du nicht mal kurz die Kurzgeschichte noch schreiben, kannst du nicht mal da noch einen Roman fertig machen. Ich arbeite nur noch Teilzeit in dem Beruf und mein Arbeitgeber ist halt auch sehr, sehr verständnisvoll, was das Ganze angeht. Dadurch, dass ich, wie gesagt, nur noch Teilzeit arbeite, ist es sehr von Vorteil. Aber sonst geht es. Ich habe Gott sei Dank eine relativ lange Pendlerstrecke von 1 Stunde und 10 Minuten jeden Tag pro Strecke, wo ich sehr viel erledigen kann. Also du fährst dann quasi mit dem Zug und arbeitest dann immer am Laptop an deinen neuen Ideen, an deinen neuen Roman. Und solange das Kleid hält, kann ja, denke ich mal, weiter nichts schief gehen. Genau. Gut, dann bedanke ich mich vielmals. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns ein bisschen was zu dir erzählt hast. Anka Trinkaschnick.